Hallo zusammen! In diesem Video zeige ich euch die Quest Schlacht um Warschawa anzunehmen bei Kommandant Javert Schattensang in Warschawa, logischerweise. An dieser Position, hier sieht man auch die Koordinaten, kann euch ein bisschen auch die Gegend zeigen, falls nötig. Nehme die Quest jetzt an. Nun darf ich ihn nochmal ansprechen und mich für das Szenario anmelden. Und ich hoffe, dass ich gleich hineinkomme. Nun darf man hier Szenarios ansprechen. Das macht eine und es zählt für die ganze Gruppe. Ich schau mal, ob jetzt wieder einer dabei ist, der alles zusammenpult. Weil da muss man nachher so Pylone anklicken, so schwebende Steine. Und da gibt's Spieler, die einfach durchlaufen, Steine anklicken, weiterlaufen und dann wird alles zusammengepult. Und ich mag euch ja zeigen die Koordinaten von jedem einzelnen Stein. Vielleicht hat ja einer einen Bug, dass er einen Stein nicht sieht oder so. Ich versuche heute das jetzt ein letztes Mal, dann lade ich das Video hoch. Ist jetzt los. So, Magier, Schamane. Vielleicht habe ich Glück diesmal. Hier sieht man so ein schwebender Stein, Teufels Zentwiever. Mache ich hier auch die Map auf mit Koordinaten. Ah, oh, macht entweder die Augen oder der Boden. Irgendwas hat sehr viel Schaden gemacht. Hier unten sieht man noch so ein Kristall. Habe jetzt ein CD aktiviert, damit es schneller geht. Und den da pulle ich auch noch. Also kann sein, dass diese
Dörfer sind wieder ab und zu Wanderstein. Ich hatte es schon bei Charles Wanderstein, also bei Anton Charles halt. Diese Großinquisitoren halten ziemlich viel aus. So, Map mit Koordinaten. Wie gesagt, ab und zu ist es anders. Ein Debuff habe ich, sehe ich gerade. Hoffe, dass ich nicht nochmal sterbe. Okay, jemand hat den letzten Kristall angeklickt, ja. Schade. Dann darf man in diesen Turm laufen. Wie auch Koordinaten. Also hier unten, hier die Position. Aber wie gesagt, es scheint, dass die Kristalle zufällig positioniert werden. Oder ich habe sie letztes Mal gar nicht gesehen, weil einige Spieler noch schneller waren. Was kommt da alles mit? Oh mein Gott. Boah, das ging schnell, ja. So kann's gehen. So, oben angekommen darf man diesen Schreckensvisier Quatorg töten. Der läuft hier oben auf dem Turm im Kreis anscheinend. Da ist er. Der patrouilliert da. Diese Wellen machen gut Schaden. Quelle, ich hoffe, ja, einfach durchlaufen, dann passiert da nicht viel. Stunnen kann man ihn auch. Und ich positioniere mich so, dass die Druckwelle nicht auf meine Gruppenkollegen geht, sondern ins Level läuft. Druckwelle. Jawohl. Meine Metamorphose hebe ich dann für den nächsten Boss-Mob auf, also meinen großen Damage-CD. So, nun darf man ihn so Kanonen steigern und da so Fledermäuse abschießen oder was das sind.
kreischende Höllenfledermäuse. Dann mache ich das. Braucht man 10 Stück insgesamt. Also die von den Gruppenkollegen zählen auch mit. Und wenn ihr aussteigt, passt auf, dass ihr nicht hinunterfallt. Dann darf man hier diese Hypogriffe anklicken. Mit der rechten Maustaste habe ich es jetzt gemacht. Und hier oben auf dem Schiff sind so zwei große Wichtelgruppen, die machen ziemlich viel Schaden, finde ich. Das solltet ihr nicht zu viel auf einmal pullen. Hab hier auch Debuffs gehabt. Und jetzt geht's an den Boss. Dank ihn so ein bisschen seitlich, weil der macht einen Augenstrahl in die Richtung, wo man ihn denkt. Und so geht er nicht auf die Gruppenmitglieder. Das macht es einfacher, denke ich. Au, 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 au. Irgendeinen Debuff habe ich. Glück gehabt. Jetzt bisschen was, bevor ich hinunterspring. Und nun steht es bei den Questzielen, springt vom Schiff, um zu fliehen. Kann man auch hier einfach runterspringen, egal wo. Und dann wird man aufgefangen. Kurzer Ladebildschirm. Und dann darf man die Quest bei Cenarius abgeben. In Warschau. An dieser Position. Hier auch die Koordinaten. Hoffe, ich konnte euch helfen. Ciao.